Nicht zu fassen, aber der Titel passt. Das Vorbild für die hier vorliegenden 26 deutschen und 10 englischen Rezensionen fiktiver, also nicht existierender Bücher, ist zweifellos Stanislaw Lems berühmte, 1973 erschienene Vollkommene Leere. In beiden Fällen handelt es sich offensichtlich entweder um eine zugegebenermaßen subtile Form von Sadismus oder eine weniger subtile Form von Faulheit. Sadismus, weil Rezensionen, jedenfalls positive, Appetit auf mehr machen sollen und dieser Appetit paradoxerweise nicht gestillt werden kann, da die Bücher eben gar nicht existieren. Faulheit, weil die Vermutung nahe liegt, dass beide, sowohl Lem als auch Wahlbrink, einfach keine Lust hatten, die in den Pseudo-Rezensionen besprochenen Bücher tatsächlich zu schreiben. Stattdessen begnügen sie sich damit, die nicht existierenden Bücher zu bewerten, wobei Wahlbrinks Kritiken vergleichsweise knapp ausfallen, dafür aber durch pseudo-authentische Fotos oder Bilder bereichert werden. Alle fiktiven Werke, die hier rezensiert werden, fallen in eine der folgenden beiden Kategorien. Erstens, Bücher, die unbedingt geschrieben werden müssten. Zweitens, Bücher, die glücklicherweise nie geschrieben wurden. Der geneigte Leser, wohlgemerkt der Leser dieses Bandes, nicht der betreffenden Bücher, muss selbst entscheiden, welche Kategorie seiner Meinung nach im Einzelfall zutrifft. Abschließend soll auf Folgendes hingewiesen werden. Da das Verlagsangebot des Tumbleweed Verlages erstaunlicherweise keinerlei thematischen Einschränkungen unterliegt, müsste bei dieser Anthologie für jeden Geschmack etwas dabei sein. Im Übrigen würde es uns kaum überraschen, wenn sogar der Tumbleweed Verlag selbst der Fantasie des Autors entsprungen ist.